Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Asset Allocation und Risikomanagement sind natürlich zwei sehr wichtige Themen, wenn du dir ein Vermögen aufbauen möchtest. Ja, und das wollen wir uns heute in diesem Video mal anschauen. Wir haben auch eine Benchmark mitgebracht, nämlich den MSCI World, den wollen wir uns auch nochmal anschauen, der im vergangenen Jahr, also vom 31.12.20 bis 31.12.21, sage und schreibe 21,79% Rendite mitgebracht hat. Ja, also es war ein außergewöhnlich oder ein sehr gutes Börsenjahr. Und aber wie gesagt, wie sieht deine Asset Allocation aus, wie sieht dein Risikomanagement aus? Und da muss man dann doch ab und zu mal auf gewisse Strategien zurückgreifen. Ich habe dir hier mal die Ergebnisse unserer Strategien mitgebracht, meiner Strategien mitgebracht aus dem vierten Quartal 2021. Wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage dein Thema ist, dann schau dir das Video bis zum Ende an. Bis gleich, nach dem kleinen Intro geht es wie immer los. Dein Marco Reus. Wie bereits gerade erwähnt, ist die Asset Allocation und dein eigenes Risikomanagement natürlich sehr wichtig für dein eigenes Wohlbefinden, wenn es um deine Geldanlage geht. Also du stehst jetzt natürlich wieder, genau wie vor einem Jahr, vor der Frage, wie bringe ich mein Geld heute noch sicher und gewinnbringend über die Zeit. Das heißt also, dass ich inflationsbereinigt nach Kosten, nach Steuern eine gute Rendite abholen kann, die mir dann einen positiven Realertrag bringt. Ich habe hier die Benchmark MSCI World erwähnt, ich habe die mal mitgebracht, also der hat 21,79% im vergangenen Jahr geliefert, aber was ist dieser MSCI World überhaupt, also für all diejenigen, die sich jetzt nicht täglich mit dem Thema Börse beschäftigen, das ist ja ein breit gestreuter Index, der also ca. 1600 Unternehmen in seinem Index eben zusammenfasst aus 23 Industrieländern. Man muss allerdings auch wissen, dass dieser MSCI World zu 20% oder die müssen wir anders anfangen, dass 10 Positionen, die ersten 10 größten Positionen in diesem Index ca. 20% ausmachen. Und wenn man jetzt sich das letzte Jahr eben so anschaut, wie sie die Wertsteigerung so war, welche Unternehmen haben diese Wertsteigerung geliefert, dann sind in diesen 10 Positionen natürlich Unternehmen drin, wie beispielsweise Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet. Ja. Also all diese großen Tech-Unternehmen stecken da natürlich mit drin dabei. Und das ist die eine Sache. Also es ist ja zu 100% Aktieninvestment, wenn man sich diesen Index anguckt. Aber ich habe ihn trotzdem als Benchmark für meine Strategien mal hergenommen, damit man also auch sieht, dass man mit strategischer Ausrichtung also auch wunderbare Renditen erzielen kann und aber immer handlungsfähig bleibt, egal welche Marktphase gerade zuschlägt. Und was mir hier besonders wichtig ist, also wenn man sich das anschaut, die ersten 10 Positionen machen 20% aus. Das bedeutet ja, dass dieser Index schon eine gewisse relative Abhängigkeit aufweist zu diesen großen Tech-Unternehmen. Und das ist natürlich nicht gut, also man kann da von einem gewissen Klumpenrisiko vielleicht auch sprechen und das wollen wir natürlich ein bisschen umgehen. Das sieht in unseren Strategien auch anders aus, weil wie gesagt in den strategischen Ausrichtungen meiner Strategien reden wir nicht über 1600 Unternehmen weltweit, sondern doch zwischen 12.000 und 15.000 Unternehmen weltweit auch. Also das ist so ein richtiges Weltportfolio mit Nachmarktkapitalisierung aufgebaut und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig. Also wie gesagt, Risikomanagement, Asset Allocation ist natürlich wichtig, damit du im Vorfeld weißt, wo deine Rendite überhaupt mal hingehen kann. Also wie gesagt, die Zusammensetzung deines Portfolios, in welche Anlageklassen, Assetklassen du investierst, also wie die Asset Allocation aussieht, die entscheidet natürlich in erster Linie mal darüber, wie hoch deine Rendite über die Zeit sein wird. Und wie gesagt, in Zeiten dieser Niedrigzinsen, in Zeiten der Verwahrentgelte auf Kontoguthaben, der Strafzinsen ist es natürlich auch wichtig, dass man kurzfristige Anlagen hat. Also wir haben hier so eine Strategie geschaffen, die letztendlich auch von großen Unternehmen mittlerweile in meinem Bestand als ein Stück weit Unternehmerkonto auch verwendet wird. Also statt dort letztendlich dann Strafzinsen oder Verwahrentgelte zu zahlen, haben wir in dem Jahr vom 31.12.20 bis 21 3,53%
Rendite abgeholt. Setzt sich zusammen aus einem kleinen Aktienportfolio. Klar, die Überrendite kann nur mit Aktien erzielt werden an der Stelle. Und 80% Anleihen, also natürlich auch Anleihen aus Non-Euro-Anleihen und natürlich auch nicht nur Anleihen aus USA, sondern also das ist schon Wert drauf gelegt, dass da auch Anleihen dabei sind, die jetzt mit diesen großen Währungen nichts zu tun haben. Dann haben wir das 40er-Portfolio. Das ist dann eben eine Strategie, die 40% Aktien hat, 60% Anleihen hat. Da haben wir mit 10,08% per anno abgeschnitten. Das ist also auch ein tolles Ergebnis. Ist natürlich dem geschuldet, dass der Aktienmarkt so gut gelaufen ist. Das ist vollkommen klar. Jetzt kommen wir schon in den Bereich des langfristigen Anlegers. Da haben wir mit 60% Aktienquote, 40% Anleihen mit 16,30% schon ein tolles Ergebnis erzielt. Ja, das ist also schon richtig gut mit nur 60% Aktienquote. Vergleicht man es jetzt hier schon mit dem MSCI World, okay, klar, der hat also rund 5, paar zerquetschte mehr Rendite abgeholt, aber ist halt eben zu 100% ein Aktienindex. Wir sind nur zu 60% aktienorientiert investiert, weil, jetzt kommt es zum Risikomanagement, wir wollen natürlich mit so einer Portfoliostruktur alle möglichen Szenarien spielen. Ne? Wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen. Wir müssen gucken, dass wir mit dem kompletten Portfolio alle wirtschaftlichen Szenarien abbilden. Das ist also einmal den Aufschwung, eine Hochkonjunktur, also wo natürlich die Aktien auch gut laufen. Man muss aber auch gucken, dass man den Abschwung spielt. Ja? Also wenn es dann zu einem Rücksetzer kommt, dass ich dann immer handlungsfähig bin und antizyklisch günstig nachkaufen kann, was wir ja im Jahr 2020 wunderbar bewiesen haben, was ja auf dem Kanal hier auch wunderbar nachvollziehbar ist. Wir haben dann mit unserem 80er-Portfolio 22,72% gemacht, also mehr als der MSCI World, aber mit nur 80% Aktienquote, was wiederum bedeutet, dass wir natürlich hier immer eine Position haben, wenn wir einen Rücksetzer haben, also wenn eine Rezession einsetzt, wie im Jahr 2020, ja, also die Börse fällt, dann haben wir hier immer eine Cash-Position, um günstig die Aktien dann nachzukaufen. Das ist ein automatisierter Prozess. Und in unseren Strategien, die auch die Emotionen rauslassen. Ja, wenn es eine deflationäre Entwicklung gibt, dann ist man natürlich mit solchen strategischen Ausrichtungen und mit einem guten Risikomanagement versehen, sodass ich dann also, wie gesagt, immer die Möglichkeit habe, dann wieder nachzukaufen, wenn es günstig wird und oben dann auch den Rahmen Gewinnmitnahmen automatisiert mache, die mir dann eben auch für den nächsten Rücksetzer die Möglichkeit geben, wiederum antizyklisch günstig einzukaufen. Und langfristig zahlt sich das dann natürlich auch wunderbar aus. Dann haben wir natürlich auch noch eine Aktienstrategie, unser MR200. Das ist ein beliebtes Portfolio bei all denjenigen, die dann doch sagen, okay, der Aktienmarkt ist wichtig, aber er ist natürlich recht hoch bewertet. Das ist eine 200-Tage-Linie-Strategie, die im Top Investmentbereich dann 70% Aktienquote aufweist oder eben null. Im letzten Jahr das ganze Jahr komplett mit 70% Aktienquote am Start gewesen, mit 18,95% ein Top-Investment. Wenn die Märkte gen Süden gehen, also wenn der Markt extrem korrigiert, die 200-Tage-Linie der einzelnen Assets dann oder der einzelnen 5 Aktienfonds, die drinstecken, dann gerissen wird, dann geht er auf null Aktienquote und dann hat man auch die Möglichkeit, hier nochmal zu verschieben in den Strategien, wie wir es ja im Jahr 2020 auch gemacht haben und dann den Menschen eben die Möglichkeit erschaffen haben, durch diese relativ geringen Verluste, ja, dann eben hoch dort auszusteigen und niedrig einzusteigen in den Strategien 60 und 80. Meine Mandanten werden sich daran erinnern. Also wir haben dort diesen großen Rücksetzer natürlich sehr, sehr gut nutzen können, um uns dort wieder in Position zu bringen und haben natürlich außerordentlich gute Renditen auch erzielt. Für all diejenigen, die natürlich dann auch wissen, dass die Finanzmärkte natürlich auch ganz, ganz große Krisen mit sich bringen können, was auch das Thema Gold natürlich betrifft. Also da spielt vor allem dieses Nachhaltigkeitsdepot auch eine große Rolle. Da liegen wir mit 17,65%
per anno Rendite natürlich aussichtsreich und außerordentlich gut im Rennen. Wenn man bedenkt, dass es jetzt nicht das beste Goldjahr war, das Jahr 2020, vom 31.12.20 bis eben den gleichen Jahreszeitraum. Es war so, dass wir dort mit 40% Minenwerten am Start sind. Wir haben Versorger dabei. Wir haben verschiedene Rohstoffbeimischungen noch mit dabei, die also auch im Abschwungzyklus unterschiedlich dann performen, weil darum geht es am Schluss. Und das hat uns dann dieses außergewöhnliche Ergebnis gebracht, obwohl hier mit 40% Minenwerten und vor allem im Bereich Gold nicht viel los war im letzten Jahr, hat man natürlich dort trotzdem eine positive Rendite erzielen können, weil ganz viel gut gelaufen ist, was die Rohstoffe betrifft. Sonstiger Bergbau, Kupfer, Zink, dann auch Lithium-Themen gespielt und so weiter und so fort. Also auch ein tolles Ergebnis. Und unser Chance-Portfolio, das ist das jüngste Portfolio. Hier ist nochmal auch Silberminen beigemischt, auch nochmal Edelmetalle. Wie gesagt, das war jetzt nicht besonders erbaulich das Jahr. Dafür wurde hier die positive Rendite dann auch dort erzielt. Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz, Robotik, Big Data. Dann alles, was mit erneuerbarer Energie zu tun hat. Wasserstoff, Brennstoffzelle wird hier gespielt. Also alles positive Ergebnisse und wunderbare Ergebnisse, um natürlich auch dem wichtigen Thema Inflation entgegenzutreten. Und genau vor diesem Thema steht man ja jetzt auch wieder, also im Jahr 2021, 1. Januar, wenn man sich Gedanken gemacht hat, okay, wo standen wir da? Also was war los an den Weltmärkten? Ja, wo stehen wir heute? Und auch jetzt muss man wieder eine Entscheidung treffen und eben sich selbst hinterfragen, wie soll mein Portfolio aussehen? Also die klassische Geldwertanlage hat natürlich ausgedient, das ist vollkommen klar. Man bekommt keine Zinsen, es ist auch gefährlich, sein Geld auf der Bank zu lassen. Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Gesetzgebungen auch, die da einhergehen, mithin bis zu Enteignungen und so weiter, haben wir schon ganz viel darüber berichtet und man muss sein Geld in Sondervermögen bringen. Und ich habe da auch gerade kürzlich einen guten und interessanten Bericht gelesen zur Neuverschuldung vom Bund. Da hat zum Beispiel der Herr Lindner, der jetzt Finanzminister ist, da wurden ja 60 Milliarden neue Schulden aufgenommen oder sollen aufgenommen werden, die für zukünftige Investitionen bereitgehalten werden sollen, um Deutschland hier wieder natürlich auch ein Stück weit nach vorne zu bringen für die nächsten Jahre. Und diese Schulden sollen aufgenommen werden und sollen in Sondervermögen geparkt werden, ganz wichtig, auf keinem Bankkonto, um es dann auszugeben, sondern in Sondervermögen, denn Sondervermögen haftet nicht für die Schulden deiner Bank, haftet nicht für die Schulden der Kapitalanlagengesellschaft, sondern ist treuhänderisch verwahrtes Geld. Und das ist das, was wir hier mit unseren Investmentfondsstrategien liefern. Ein besonderes Investment möchte ich aber hier an der Stelle auch nochmal aufgreifen, also für all diejenigen Menschen da draußen, die gerade doch sehr mit der Situation hadern, in der wir uns befinden gerade, ja, rund um die ganze C-Krise, alles, was da läuft. Und das Wichtigste ist, was ich immer wieder betone, und das wird es auch im Jahr 2022 sein, dass du in dich selbst investierst. Ja? Also, dass du selbst in dich investierst und genau guckst, wo liegen deine Stärken, was kann ich machen, was kann ich im Bereich der Kapitalanlage machen. Und das habe ich ja schon hinter mir. Ich habe das, wie gesagt, im Jahr, ich bin jetzt seit über 26 Jahren an den Märkten unterwegs, bin seit 1995, damals erst noch nebenbei, dann 3 Jahre später voll Unternehmer. Und ein besonderes Ergebnis habe ich dir mal mitgebracht. Ich bin ja, wie gesagt, da immer sehr bestrebt, auch den Menschen zu helfen, Mut zu machen, dass jede Krise die Chance für ein außergewöhnliches Thema ist. Also sind die Krisen sind A, natürlich auch die Triebfeder für das Vermögen, also in Krisen werden Vermögen gemacht, in Krisen werden neue Ideen oft dann zu wunderbaren Dingen, wenn die Krise durchstanden ist. Also da gab es auch im Jahr 1929, 30, in den 30er Jahren damals wunderbare Geschichten, wie Menschen auch in fortgeschrittenem Alter mit 50 plus noch mal was Neues gemacht haben und dort außergewöhnlich erfolgreich waren. Aber da muss man natürlich die Mechanismen kennen. Da kann ich jetzt hier in diesem kurzen Video nicht drauf eingehen. Ich möchte einfach die Zahlen nennen und das hat einfach was damit zu tun, mit Investment in sich selbst, die Dinge der Märkte verstehen, Marketing verstehen. Und da ist mir in 12 Jahren Außerordentliches gelungen.
würde ich sagen, ich schreibe die Zahl jetzt hier nicht hin, ich sage sie einfach mal, also die Steigerung des Umsatzes von meinen Konstrukten, die ich jetzt im Bereich der Geldanlage hier habe, waren 953,03% Umsatzsteigerung. Ja, das muss man sich also auch mal überlegen in einem sehr schwierigen Umfeld, ja, also wo es ganz viele Berater gibt. Und das entspricht einer per anno Steigerung von 20,67%. Und das meiste davon ist natürlich dann auch automatisiertes Passiveinkommen, was da generiert wird. Und das ist einfach das, was ich also auch hier für das Jahr 2022 jedem einzelnen Menschen da draußen unbedingt raten will. Egal, wo du gerade stehst, ja, sich selbst hinterfragen. Und wenn man vermögend werden möchte, das geht, das funktioniert zu jeder Zeit. Und wie gesagt, man muss nur die richtigen Strategien anwenden. Das soll mal so ein kleiner Überblick gewesen sein über die Strategien, die wir in erster Linie unseren Mandanten hier zur Verfügung stellen. Dazu gehören natürlich Dinge wie außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, haben wir schon ganz viel darüber berichtet, Beimischungen, wie physisches Gold, wie physische Edelmetalle, Silber beispielsweise, wie physische Farbedelsteine, vielleicht auch ausgelagert aus dem Land, raus aus der Eurozone, vielleicht in Liechtenstein gelagert oder noch woanders. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten dort. Und das soll es mal gewesen sein. Also einfach mal so ein Rückblick auf das Jahr 2021. Mit tollen Ergebnissen konnten wir hier wieder unseren Mandanten helfen, doch die Inflation und die schwierige Zeit gut zu meistern. Das Gleiche versuchen wir natürlich auch im laufenden Jahr. Also wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, vielleicht auch ein Abo dalassen. Und ganz am Schluss für all diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen, die vielleicht mal über eine Zusammenarbeit nachdenken, die das Ganze selbst nicht können, ja, wenn es um Thema Risikomanagement geht, Asset Allocation, wie baue ich mir so ein Portfolio zusammen, dann bieten wir ja auch im Jahr 2022 wieder unser kostenloses Kennenlerngespräch an. Hier unten in der Videobeschreibung findest du den Link dazu. Einfach mal ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, gucken, ob man da vielleicht zusammenkommen kann. Das soll es an der Stelle endgültig gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Bleib gesund, bleib sicher mit deinem Geld. Dein Marco Reus.